Amnesty beobachtet die Entwicklung von so einer Art Werkzeugkasten von Methoden und Technologien, die von Regierungen weltweit für Angriffe auf die Zivilgesellschaft eingesetzt werden. Das heißt, die sogenannten Shrinking Spaces, die gibt es auch im digitalen Raum. Dazu gehören Internet-Shutdowns, die Zensur von Webseiten oder Social-Media-Plattformen, sogenannte Cybercrime-Laws, die legitime freie Meinungsäußerung online kriminalisieren, Massenüberwachung und das Kriminalisieren von Anonymisierungs- und Verschlüsselungswerkzeugen wie VPN oder Tor, wo sich Deutschland mit dem Darknet-Paragraphen hoffentlich nicht einreihen wird. Auf zwei weitere Werkzeuge möchte ich kurz näher eingehen. Erstens Spionagesoftware und zweitens Gesichtserkennungstechnologie. Zuerstens. Immer häufiger werden Menschenrechtsverteidiger weltweit gezielt wegen ihres Engagements überwacht, indem ihre Smartphones oder Computer mit Spionagesoftware infiziert werden. Die Angreifenden können dann Dateien von der Festplatte lesen oder verändern, Standortdaten abfragen, die Kamera heimlich anschalten, um private Räume zu filmen und auch verschlüsselte Kommunikation mitlesen. Das setzt MenschenrechtsverteidigerInnen und auch ihre Familien und Kontakte einem großen Risiko aus. Die verwendete Technologie kommt auch aus Europa, zum Beispiel von der Münchner Firma Finfisher oder dem italienischen Hacking-Team. Europäische Firmen rüsten also Regierungen mit miserabler Menschenrechtsbilanz auf, um MenschenrechtsverteidigerInnen zu überwachen. Es gibt aktuell eine Chance, diesen Missstand zu beseitigen. Die EU-Dual-Use-Verordnung, die den Export von Überwachungstechnik reguliert, wird derzeit reformiert. Aber leider sind die Kompromissvorschläge, die im Moment gerade auf dem Tisch liegen, ungeeignet, die Probleme zu beheben. Die Trilogverhandlungen und ihr voraussichtlicher Abschluss fallen aber in die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Und wir möchten, dass die Bundesregierung diese Gelegenheit auch nutzt, sich für effektive Exportkontrollen stark zu machen. Zweitens Gesichtserkennungstechnologie. Immer mehr Staaten setzen identifizierende Gesichtserkennungstechnologie anlasslos im öffentlichen Raum ein. Auch in Deutschland stand das auf Vorschlag des BMI ja zur Debatte. Wir leben bereits in einer Zeit potenziell vollständiger Überwachung der elektronischen Kommunikation. In manchen Ländern müssen Menschenrechtsverteidigerinnen zusätzlich mit verwanzten Wohnungen rechnen. Gesichtserkennung schließt den für viele Menschen letzten überwachungsfreien Rückzugsraum. Und in der sogenannten Überwachungsgesamtrechnung ist Gesichtserkennung daher nochmal ein qualitativer Sprung. Obwohl es häufig um klarerweise legitime Ziele geht, zum Beispiel Straftäter zu finden, kann automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nach Auffassung von Amnesty nicht verhältnismäßig eingesetzt werden, weil sie ja alle vorbeikommenden Menschen anlasslos erfasst und analysiert, ohne einen individualisierten, begründeten Verdacht. Und damit verletzt sie unseres Erachtens das Recht auf Privatsphäre. Gesichtserkennung wirkt außerdem durch sogenannte Chilling Effects lähmend auf die Versammlungsfreiheit und sie führt erwiesenermaßen zu Diskriminierung. Es braucht deshalb dringend eine Regulierung. Gesichtserkennung wird nämlich immer präziser und auch immer billiger. Deshalb nimmt ihr Einsatz weltweit zu. Das geschieht aber in einem Regulierungsvakuum, da Entwicklung und Einsatz die Gesetzgebung überholt haben. Das passiert häufig beim Einsatz von Technik. Übrigens auch in der EU. Auch eine Kontrolle des Handels findet praktisch nicht statt. Die bereits genannte Dual-Use-Verordnung erfasst nämlich biometrische Überwachung noch gar nicht, sodass zum Beispiel identifizierende Gesichtserkennung aus der EU nach China exportiert werden könnte, ohne dass die dortige Menschenrechtslage eine Rolle spielt. Nach Ansicht von Amnesty braucht es mit hoher Dringlichkeit ein Verbot der Verwendung, Entwicklung, Produktion, des Verkaufs und des Exports von Gesichtserkennung zu Identifikationszwecken im öffentlichen Raum. Braucht dieses Verbot in Deutschland, in der EU und als weltweite Ächtung. Kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns zu diesem Schritt entschließen, ist, dass alles ungefähr so bleibt, wie es ist. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir es unterlassen, ist, dass die freie und unbeobachtete Bewegung im öffentlichen Raum beendet wird und sich in Kombination mit Informationen aus der Kommunikationsüberwachung in manchen Staaten ein vollständiges Bild des Alltags der BürgerInnen ergibt. Das ist nicht der Weg, den wir in Deutschland oder in der EU oder als Menschheit gehen sollten. Vielen Dank.